Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, hier vom Genfer Autosalon. Wir sitzen hier auf dem Mercedes-Stand. Gestern Abend hat hier das neue S-Klasse Coupé Weltpremiere gefeiert. Und bei mir begrüße ich jetzt Lutz Regelmann, zuständig für Produktmarketing der S-Klasse Coupé, und Robert Lesnick, Leiter Exterieurdesign. Die beiden sind zu uns gekommen, um die Fragen zu beantworten, die wir bei uns im Forum gesammelt haben. Und Herr Lesnick, ich fange mal an mit der ersten Userfrage. Beim Design lehnt sich das S-Klasse-Coupé doch stark an CLA und C-Klasse an. Wird das Topmodell dadurch nicht zu beliebig? Hätte es hier nicht ein exklusiverer Designansatz sein dürfen? Gut, wenn Sie so eine Frage dem Designer stellen, dann kann ich dem natürlich so nicht zustimmen. Wir sind der Meinung, dass das Auto sehr exklusiv ist. Wir reden hier von einem S-Klasse-Coupé. Das Auto war immer was Besonderes und das hat einfach unverwechselbare Proportionen. Leider an der Stelle kann ein Kompaktwagen, sage ich jetzt mal so ganz offen, nicht ganz mithalten. Aber eins stimmt, das hat der Leser richtig festgestellt. Wir haben jetzt eine neue Formsprache und alle drei Autos, oder alle Autos, die neuen Mercedes, die teilen sich selbstverständlich diese Formsprache. Also im Prinzip neues Familiengesicht, wenn man so möchte. Ja, es ist erstens, alle Autos, die wir machen, die müssen als Mercedes identifizierbar sein. Das ist mal das Erste. Und dann bin ich ziemlich sicher, dass dann, wenn man diese Autos dann im Verkehr gesehen hat, im Straßenverkehr, dass man den Unterschied dann schon doch merkt. Das Auto ist hier, wir reden von einem langen, großen Coupé, vollwertiger Viersitzer, über 5 Meter, da gibt es einfach keine Konkurrenz. Okay. Herr Regelmann, der nächste User möchte gerne wissen, ist das Thema Allradantrieb auch beim S-Klasse Coupé angedacht? Also das Thema Allrad wird auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema für uns sein. Wie Sie wissen, das S-Klasse Coupé wird deutlich sportlicher, deutlich dynamischer sein. Wir sind deshalb überzeugt davon, dass die Kombination eines Achtzylinders und des Firmatic-Antriebes der letzten Generation einfach eine perfekte Kombination sein wird. Und Sie haben es heute gesehen, der S500 wurde als 4MATIC gelauncht. Und wir wissen von unseren Kunden, dass sie unseren Allradantrieb besonders schätzen. Mhm. Nächste Frage gleich an Sie, Herr Regelmann. Wird das S-Klasse Coupé auch mit 6- oder gar 4-Zylinder-Triebwerken zu haben sein? Also wir werden jetzt mal einsteigen mit den 8-Zylindern, weil wir von unseren Kunden wissen, dass sie große 8-Zylinder-Motoren schätzen. Wir haben hier ein wunderbares Leistungsniveau von 335 Kilowatt, 700 Newtonmeter, passt perfekt zu diesem sportlich-dynamischen Fahrzeug. Und wenn es dann Bedarfe gibt im weiteren Lifecycle des Fahrzeuges, denken wir sicherlich noch über andere Motoren nach. Jetzt wieder eine Frage ans Design, Herr Lesnick. Swarovski-Kristalle im Scheinwerfer sind nicht jedermanns Geschmack. Wie sind Sie auf die Idee zu diesem Feature gekommen und kann ich das als Kunde auch abbestellen? Naja, als erstes, das muss ich zuerst mal bestellen. Das ist eine Sonderausstattung. Okay. Das liefern wir nicht Standard. Dafür wäre das auch vielleicht ein Tuck zu teuer. Weil das ist wie mit allen Sonderausstattungen. Ja, es gibt immer ein Auto, ich sag so als Exterior-Designer, und 10 Felgen oder 10 Farben. Ne? Und wie mit Farben gibt es auch mit anderen Sonderausstattungen immer, das ist halt eine Geschmacksfrage. Wir sind sehr davon überzeugt, dass das ein sehr interessantes Feature ist. Aber es darf nicht wichtiger werden als das Auto an sich. Sprich jetzt, die Proportion ist das Wichtigste im Auto. Wenn ich jetzt, sagen wir so, aus der Distanz näher an das Auto rankomme, dann entdecke ich, ich sag so, Second-Read-Details, so besondere, ja, das, besondere Details, wo wir besonders viel Liebe in diese Gestaltung gesteckt haben. Mhm. Und genau diese Linsen, das ist ja nichts anderes als eine Optik vor der LED. Die Optiken gibt es heute auch schon, nur in dieser Form. Geschliffene Kristalle als Swarovski, gibt es so nicht. Und ja, man muss es zuerst bestellen, bevor man es abbestellen kann. Sorgt das dann bei Nacht für einen speziellen Wiedererkennungswert? Auf jeden Fall. Es ist, wir haben schon mit unseren Konzeptautos dieses Thema Tagfahrlicht oder Fackel, wir nennen es ja intern Fackel, die Augenbraue, oft gespielt in unterschiedlichen Arten. Und das ist etwas, was wir nicht vor langer Zeit als Konzept gespielt haben. Und das Feedback, was wir bekommen haben, ist ähnlich wie mit dem Diamond Grill. Mhm. Das Auto hat auch einen Diamond Grill. Hat auch keiner gedacht am Anfang, dass das was sein könnte. Und wurde damals beim Konzept A so positiv wahrgenommen, dass wir das tatsächlich in Serie gemacht haben oder gebracht haben. Und das ist genau das Gleiche. Mhm. Herr Regelmann, das S-Coupé hat ja ein neues Fahrwerk-Feature. Carving nennt man das. Es kann sich also um wenige Grad in die Kurve hineinlenken. Da möchten die User gerne wissen,
Kommt das auch irgendwann in der Limousine oder bleibt das nur dem Coupé vorbehalten? Also wir sind besonders stolz auf diese Innovation, die wir jetzt im neuen S500 Coupé launchen. Sie kennen die Funktion, es passiert im Grunde was Ähnliches, als wenn sich ein Motorradfahrer oder ein Skifahrer leicht in die Kurve legt, bis zu 2,5 Grad. Dadurch haben wir einen Dynamikgewinn und einfach mehr Fahrspaß an diesem Fahrzeug. Und natürlich überlegen wir, das auch in andere Baureihen mit einzubringen, aber wir wollten diese Innovation jetzt im S500 Coupé Formatik hier in Genf erstmals launchen. Und das funktioniert aber nur in wirklich existierenden Kurven, das heißt über GPS erkennt das Auto vorausschauend, wie sich die Straße verläuft oder wie funktioniert das? Also es funktioniert durch die Sensorfusion und überwiegend durch einen Querbeschleunigungssensor, der ermittelt, dass das Fahrzeug sich jetzt in der Kurve befindet. Mhm. Und dieser Sensor berechnet dann die optimale Lage und gibt das an das aktive Fahrwerk weiter. Okay. Nächste Frage. Mit dem S-Klasse Coupé stirbt leider die CL-Baureihe. Doch kann man dafür Hoffnung auf ein Cabrio haben? Und wie sieht es mit weiteren Varianten aus? Eventuell sogar ein Sportback? Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und wir verfolgen immer gemeinsam weitere Derivate und Ideen. Wir sind eigentlich auch sehr zufrieden, dass wir das Auto jetzt S-Klasse Coupé nennen konnten, weil wir die Zugehörigkeit zur S-Klasse-Familie hervorheben wollten. Das S-Klasse Coupé übernimmt die ganzen Features, Sicherheitsfeatures, Komfortfeatures der S-Klasse Limousine. Und es war uns wichtig, jetzt dieses Coupé mit reinzubringen in die S-Klasse-Familie und eben ganz oben zu positionieren. Und ich darf unseren Kunden und Fans der Marke die Hoffnung auch nicht nehmen. Und wir haben sicherlich viele gute Ideen in der Zukunft. Auf jeden Fall. Ich als Designer bin so oder so immer für sowas, wie die ganzen Varianten. Cabrio ist jetzt irgendwie die logischste von allen. Ob es jetzt unbedingt ein Shooting Brake in dieser oder Sportback, haben Sie gefragt, in dieser Klasse sein muss, schauen wir mal. Und Sie haben ja in der Vergangenheit auch schon mal Concept Cars zu dem Thema Cabrio, dann allerdings mit 4 Türen. In diesem Fall wird es wohl eher mit 2 Türen Ocean Drive, sein. Genau. Nächste Frage, welche Zielgruppe spricht das S-Klasse Coupé an? Ist der Grundgedanke CL noch vorhanden oder soll eine komplett neue Schicht erschlossen werden, auch im Hinblick auf die neu gewonnene Sportlichkeit? Also im Grunde wollen wir beides. Wir wollen natürlich unsere existierenden CL-Kunden weiter bedienen mit diesem Fahrzeug, weil es kann Komfort wie der Vorgänger, es kann Eleganz, Luxus, perfekte Verarbeitung, wunderschöne Formen. Aber natürlich durch diese neue Position der Sportlichkeit glauben wir, dass wir eine sehr, sehr große Zielgruppe dazugewinnen können. Fahrer, die auch dynamisches Fahren mögen, die Innovationen schätzen, wie eben unsere Kurvenneigefunktion, die einfach die perfekte Kombination aus Komfort und der Sportlichkeit schätzen und auch bereit sind, in so ein Fahrzeug dann zu investieren. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir mit dem Fahrzeug neue Kundengruppen ansprechen können, weil es eben deutlich mehr bietet noch als der Vorgänger. So aus Sicht des Designers, wen hat der mit seiner Formsprache kitzeln wollen, nach dem Motto, kauf mich? Ja, als erstes ist es schon ein Unterschied für uns Designer, ob wir an einer A-Klasse arbeiten, die es im Prinzip so, die keinen Vorgänger hatte in dem Sinne, bis auf den Namen, oder auf einem Design eines Autos arbeiten, was schon in der 6., 7. Generation da ist oder da war. Und da muss man ein bisschen anders an die ganze Sache reingehen. Man muss zuerst diese Werte, die das Auto hatte, beibehalten. Aber sagen wir so ein bisschen Schuss Sportlichkeit kann ja als dem Auto auf jeden Fall nicht schaden. Und mir persönlich als Designer ist es egal, welche Kunden das sind, ob die jetzt jünger sind oder älter. Solange die das Auto gut finden und schön und kaufen, ist okay. Stichwort Sportlichkeit reizt unsere User. Auch die nächste Frage geht dahin. Nämlich wird es auch eine extra scharfe Version geben, also noch extremer als der 65 AMG, eventuell als 65 AMG S oder als GT? Sicherlich eine spannende Frage, die ich einfach mal mit der Aussage beantworten möchte. Wir werden sehen, was da kommt. Im Moment sind wir am Start mit dem S500 4MATIC. Wir werden sicherlich weitere Motorvarianten und Derivate sehen. Dazu passt die nächste Frage, kommt auch die Neungang-Automatik beim Coupé gleich zum Einsatz? Wir starten mit dem S500 4MATIC mit der 7G-Tronic, weil wir glauben, dass dieses Getriebe in Kombination mit dem neuen 8-Zylinder-Motor einfach die perfekte Kombination darstellt. Okay, und die Neungang-Automatik kommt dann etwas später? Das könnte ein Thema sein. Okay.
Der nächste User möchte wissen, wieso haben Sie nicht der S-Klasse einfach zwei Türen verpasst, stattdessen ein eigenes Modell mit A-Klasse-Front, zu betonte Kanten in der Seitensicht, kürzere Fahrzeuglänge und ein unspektakuläres Heck à la Audi A5. Ich finde, ein Auto muss Eleganz und Souveränität ausstrahlen, was das neue Modell nicht mehr tut. Ja, ist ja schön, dass Design immer Geschmackssache ist, ne? Vorhin habe ich über Farben geredet. Ich sehe das ein bisschen anders, aber man muss vielleicht eine Korrektur machen. A-Klasse hat nicht eigenständigen Grill. A-Klasse hat eigentlich den SL-Grill, wenn wir ganz ehrlich sind, weil zuerst war SL da. Aber den nennen wir auch nicht SL-Grill, sondern Sportgrill, weil wir diesen Sportgrill einfach an vielen Autos haben. Und wir haben, das ist, so wie ich weiß, die einzige, wir sind die einzige Marke überhaupt, die den Luxus hat, zwei Grills zu haben, mit zwei Grills zu spielen. Nicht zu vergessen, neben dem Sportgrill auch den Luxury oder den Exclusive Grill, den wir bei einer Limousine auf jeden Fall spielen, schon seit Generationen. Und das ist doch etwas, was, sage ich mal, schon mal sehr, sehr gute Differenzierung ist. Mhm. Das Heck, jetzt kommen wir nochmal aufs Heck. Darf man auch nicht vergessen, dass dieses Heck auch schon mal in einer ähnlichen Form da war. Ganz genau in den 50ern, wieder SL 300. Der hatte das Kennzeichen auch quasi im Stoßfänger ausgelagert. Und zwischen den Leuchten eine ganz clean wagenfarbige Fläche und da ganz prominent die Ikone, den Stern platziert. Auch, Leute werden sich noch erinnern, 300 SL stand noch unterstrichen mit einem Strich, weil man das nicht separat darstellen konnte. Aber das ist genau der Fall, von dem wir uns auch inspiriert haben, weil diese Firma hat diese Heritage. Ja? Wir können zurückblicken. Wir sind, ja, wir haben das auch erfunden. Wir haben einfach diese vielen ganz netten Details, die teilweise Konkurrenz mittlerweile auch hat, ja, aber ja, ich sehe da jetzt kein Audi-Hack, ganz konkret. Okay, nochmal eine Frage zum Motorenprogramm. Wird es Ihnen auch mit Diesel geben als Selbstzünder, möchte ein User wissen. Naja, im Grunde passt zu diesem S-Klasse Coupé am besten ein 8-Zylinder-Benziner und wir sind überzeugt davon, dass mit diesem Aggregat zu starten sicherlich die beste Entscheidung war. Diesel haben den großen Vorteil mit viel Drehmoment. Auf der anderen Seite, unser 8-Zylinder hat 700 Newtonmeter Drehmoment. Da braucht man keinen Diesel. Wir sind auch sehr verbrauchseffizient mit diesem Fahrzeug. Im Moment sehen wir hier keinen Bedarf. Aber wie gesagt, wir hören immer sehr eng rein, was unsere Kunden fordern. Und wenn es Möglichkeiten gibt, wäre das sicherlich eine Option. Aber nochmal, in so einem Fahrzeug fährt man, schätzt eigentlich 8 oder 12 Zylinder. Okay. Letzte Frage, die Swarovski-Kristalle bewegen die Gemüter, 47 Stück. Hat das Mercedes wirklich nötig? Auf welchem Markt sind solche etwa gewünscht? In Russland vielleicht? Ja, warum nicht? Wenn Russland ein wichtiger Markt ist, warum nicht? Ich habe ja vorhin gesagt, dass wir mit vielen, man kann ja schlecht, sagen wir so, in der Glaskugel gucken und auch als Designer wissen, was in 5 Jahren in wird, sein wird. Und wir machen deswegen auch sehr oft Konzeptautos und probieren einfach so, wir teasern so bestimmte Sachen an. Und genau so ist mit diesem Detail auch passiert. Und wir haben tatsächlich auch aus den Kliniken, aus anderen Rückmeldungen oder Rückmeldungen bekommen, aus den Märkten, unter anderem auch Russland. Warum nicht? Das ist ein wichtiger Markt, darf man auch nicht vergessen. Aber nicht der einzige Markt. Ja? Und wir haben aus vielen unterschiedlichen Richtungen positives Feedback bekommen. Und nochmal, nicht vergessen, es ist eine Sonderausstattung. Die Coupés haben ja bei Mercedes traditionell eine lange Laufzeit. Wie lange war es beim Vorgänger und was glauben Sie, wie lange werden wir mit der jetzigen Form unterwegs sein? Naja, wir haben ja bewusst, wir nennen ja unsere Designphilosophie sinnliche Klarheit. Ja, das, was heißt das? Es ist einfach, das sind sinnliche, volle, runde Flächen und das Klare ist auch zeitlos. Ja, und wenn man sich dieses Auto anschaut, hat jetzt genau die Linien, die das Auto braucht, um ein bisschen, sagen wir so, die vielleicht auch die Schwere, die ein 5 Meter langes Auto mit sich bringt, rauszunehmen, sagen wir so, oder zu kompensieren. Und ja, der Vorgänger lief, glaube ich, 7 Jahre. Ne? Mhm. Und das würde ich sagen, gehe ich davon aus, dass der neue auch mindestens laufen wird. Und wahrscheinlich noch viel länger als 7 Jahre, weil wenn Sie zum Beispiel sehen, die alten S-Klasse Coupés, der C111 vom Jahr 1965, die haben in der Zwischenzeit wieder Gebrauchtwagenpreise oder Liebhaberpreise in der Höhe eines Neuwertes eines S-Klasse Coupés. So, vielen Dank. Wir kommen zum Ende dieses Gespräches, Herr Riegelmann und Herr Lesnik. Danke, dass Sie sich für die Fragen unserer User Zeit genommen haben. Und Ihnen wünsche ich jetzt noch viel Vergnügen auf automotorundsport.de. Wir berichten minütlich von den Neuheiten, die hier ihre Weltpremiere feiern. Viel Spaß dabei.